Hi, ich bin Felicitas vom Julius Echter Gymnasium in Elsenfeld und gehe dort in die 7. Klasse. Das ist doch eine tolle grüne Wiese mit saftigem Gras, wie zum Beispiel für eine Kuh oder ein Kaninchen. Aber wie schaffen es diese beiden Tiere eigentlich, das Gras zu verdauen? Denn wir Menschen können das ja nicht. Um zu klären, wie sie das schaffen, müssen wir uns zuerst einmal anschauen, woraus pflanzliche Nahrung überhaupt besteht. Die Zellwand der Pflanzenzelle besteht vor allem aus Zellulose. Und Zellulose wiederum besteht aus ganz vielen Glukosemolekülen. Und Glukose klingt ja schon mal nicht schlecht. Denn Glukose, auch bekannt als Traubenzucker, braucht man für die Zellatmung. Dabei wird Glukose mit Hilfe von Sauerstoff nämlich umgewandelt. Und zwar in Kohlenstoffdioxid, Wasser und die natürliche Energie, die man fürs Leben so braucht. Wir Menschen können aber zum Beispiel Gras nicht verdauen, da wir es nicht schaffen, die Bindungen zwischen den Glukosemolekülen zu spalten. Aber wie macht das denn dann eigentlich die Kuh oder das Kaninchen? Schauen wir uns da zuerst mal das Verdauungssystem einer Kuh an. Nach der Speiseröhre, bei der Kuh sagt man geschlürt dazu, kommt der Magen. Oder besser gesagt, die vier Mägen. In den ersten Magenabschnitt, den Pansen, passen ca. 150 Liter rein. Das sind ungefähr 50 bis 60 Kilogramm Nahrung. Wahnsinn, oder? Und der Pansen hat sogar noch eine Besonderheit. In ihm sitzen Millionen von Bakterien und Einzellern. Und die sind in der Lage, die Zellulose zu zersetzen, also die Bindungen zwischen den Glukosemolekülen zu spalten. Diese wechselseitige Beziehung nennt man eine Symbiose. Jeder hat einen Nutzen, denn die Kuh kann so die eigentlich unverdauliche Nahrung zersetzen und die Bakterien bekommen so etwas von der Glukose ab. So, aber zurück zum Magen. Durch das Wiederkäuen, also hochwürgen, kauen und wieder runterschlucken, wird die Nahrung sehr schön mit den Mikroorganismen durchmischt und die Zersetzung kann sehr, sehr gut erfolgen. Irgendwann gelangt die zersetzte Nahrung dann vom Pansen in den Netzmagen. Der siebt, wie der Name schon sagt, wie ein Netz, die Feinfallen und die groben Teilchen, sodass nur die feinen Teilchen weiter können in den Blättermagen. In ihm wird vor allem Wasser entzogen. Danach gelangt die Nahrung weiter in den Labmagen. Der funktioniert ähnlich wie unser Magen und zersetzt die Nahrung nur noch weiter. Danach gelangt die Nahrung in den Dünndarm. Und in ihm werden wichtigen Nährstoffe, wie zum Beispiel die Glukose, ins Blut übergeben, von dort zu den Zellen transportiert, wo dann die Zellabnahme stattfindet. Das Unverdauliche wird einfach als Kuhfladen wieder abgegeben. So, aber apropos Exkremente bei Tieren. Wir haben noch ein weiteres Tier, das Gras frisst, nämlich das Kaninchen. Und auch hier gibt es eine Besonderheit. Also schauen wir uns doch mal wieder das Verdauungssystem an. Nach dem Magen kommt der Dünndarm. Und dann sehen wir einen sehr großen Blinddarm. Und die so wichtigen Mikroorganismen sitzen genau da drin. Also nach dem Dünndarm. In dem werden doch eigentlich die Nährstoffe aufgenommen. So. Und das ist die Besonderheit, denn das funktioniert so. Im Blinddarm wird ein sehr spezieller Kot gebildet, der sogenannte Blinddarmkot. Dieser wird ausgeschieden. Und den muss das Kaninchen dann wieder fressen, sodass die Nährstoffe wieder zurück in den Dünndarm gelangen, wo sie dann aufgenommen werden. Und das Blut übergeht, zu den Zellen transportiert werden und die Zellatmung findet statt. So, ich hoffe, jetzt wisst ihr, wie Tiere Gras verdauen. Und damit sage ich Tschüss und bis bald.